Hall ist gut, viel Hall ist besser, aber viel Hall bedeutet auch eine lange Hallfahne und wenn dir die den Mix zumüllt, dann hast du ein weiteres zusätzliches Problem, das es zu lösen gilt. Wie die Profis dieses Problem umschiffen, zeige ich dir heute und wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender und Hall ist ja wirklich eine tolle Sache. Ne? Man kann einen schönen, langen Hallraum an ein Signal dran zimbeln, zum Beispiel an die Vocals eine richtig lange Hallfahne dran. Das Problem ist nur, der Hall ist ja auch da, während ich singe. Ne? Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel Vocals habe, wie diese hier, we had the highs and the lows, und da einen Hall dran baue, der die ganze Zeit spielt, ich lasse ihn mal von der Kette, we had the highs and the lows, hörst du schon, dass die Vocals nahezu nicht mehr verständlich sind, im Hall untergehen und dass der Hall wirklich fett und immens ist und dafür sorgt, dass alles weggedrückt wird quasi. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, was machst du denn auch so laut, bist du ja selber schuld. Aber ich möchte halt so einen großen, aufdringlichen Hall haben. Was also machen? Die Profis arbeiten in dem Fall mit zwei Methoden. Die eine ist mit Automation, das heißt, die sorgen per Automation dafür, dass der Hall immer nur dann zu hören ist, wenn er gerade gebraucht wird. Es gibt aber eine deutlich schnellere und auch effizientere Variante und das ist die mit einem dynamischen Kompressor zu arbeiten. Ein Kompressor ist immer dynamisch, also mit einem Kompressor zu arbeiten, der aber, und das ist der Trick, von einer Sidechain gesteuert wird. Das heißt, über ein Signal, was von der Seite auf den Kompressor geschickt wird und dieser Kompressor komprimiert dann immer nur, wenn er über die Sidechain ein Signal kriegt. Und dieses Signal sind die Vocals, die vorher in den Hall geschickt werden. Will sagen, wenn du die Vocals per Sidechain auf den Kompressor schickst, passiert Folgendes. Ich singe, der Kompressor komprimiert und reduziert die Lautstärke von dem Hall. Ich singe nicht, der Kompressor lässt los und lässt die Hallfahne quasi los. Das heißt, ich habe den Hall eigentlich immer nur dann, wenn ich gerade nicht singe. Und das machen wir jetzt auch mal. Das zeige ich dir mal. Das heißt, wir haben hier im Moment per Send habe ich den Gesang auf einen Bus geschickt und auf dem Bus ist halt dieser Lexikon-Hall, den wir hier gerade gehört haben, ne? Der 480L, und ich kann dir den dann mal kurz zeigen. We had the highs and the lows. Sehr langer, fetter Hall. Machen wir mal den Kompressor dahinter, von dem ich gerade gesprochen habe. Ein ganz normaler Kompressor, hier bei Logic ist der mitgeliefert. Sicherlich wird in deiner DAW auch ein Kompressor dabei sein. Und dieser Kompressor, der kann auch über eine Sidechain gesteuert werden. Das heißt, ich kann per Sidechain ein Signal hinzufügen und würde jetzt in diesem Fall, nicht nur würde, sondern werde in diesem Fall hier einfach mal das Signal von meinen Vocals nehmen, die ich vorher auch in diesen Hall reingeschickt habe. Ne? Nicht, dass du den Eindruck hast, irgendwie, dass das Signal aus dem Hall in die Sidechain reingeschickt wird, das ist ein komplett separater Signalweg. Und falls du von Sidechain noch nie was gehört haben solltest, dann schau doch mal hier oben, verlinke ich dir ein Video. Da habe ich nämlich mal ein großes Special zum Thema gemacht. Da wird genau alles erklärt, von vorne bis hinten, wie es funktioniert und warum das so ist. Jetzt in diesem Fall nur, die Sidechain wird jetzt hier gefüttert von meinem Pilot Vox Refrain. Das ist nämlich die Spur, auf der ich gerade singe. Und die sorgt jetzt dafür, dass immer, wenn ich singe, der Kompressor komprimiert. Wichtig ist auch, dass du auf jeden Fall, falls dein Kompressor das hat, eine Auto-Gain-Funktion ausstellst. Auto-Gain sorgt ja dafür, dass das, was der Kompressor komprimiert, automatisch in der Lautstärke wieder aufgeholt wird. Will sagen, komprimiert der 6 dB, dann holt dieses Auto-Gain wieder diese 6 dB auf und macht das ganze Signal 6 dB lauter. Wir wollen ja, dass der Kompressor komprimiert und leiser macht, also nicht lauter, und deswegen muss der Auto-Gain aus. Und auch beim Make-up-Gain darf nichts eingestellt sein, das heißt Finger weg vom Auto-Gain, Finger weg vom Make-up-Gain. Der Kompressor soll nur komprimieren, also leiser machen. Und das macht er jetzt auch. Hören wir mal rein, was jetzt schon passiert. Die Sidechain steuert also den Kompressor und der komprimiert jetzt. We had the highs and the lows. Ja, und man sieht jetzt schon an der Nadel und man hört auch, dass der Hall, während ich singe, deutlich leiser ist. Es waren jetzt in dem Fall 6 dB in der Spitze, was er reduziert hat. Das ist mir doch ein bisschen wenig. Machen wir doch ein bisschen mehr. Ich muss jetzt nur noch mit dem Threshold hier ein bisschen rumspielen. Das heißt, ich drehe den mal runter hier, so auf minus 30, irgendwie sowas. Das heißt, der Kompressor fängt deutlich früher an zu komprimieren, komprimiert dadurch natürlich auch stärker und sorgt dafür, dass der Hall noch weiter zurückgedrückt wird. Ne? Jetzt müsste es aber klappen. We had the highs and the lows. Wunderbar. Super zu sehen, super zu hören. Der Hall wird komplett weggedrückt, bis auf einen kleinen Teil, der so für ein bisschen Räumlichkeit sorgt hinter den Vocals. Und sobald ich aufhöre zu singen, kommt eine riesen Hallfahne hinten dran. Immer nur dann, wenn ich nicht singe. Das heißt, er kommt dem Gesang auch nicht in die Quere und müllt dementsprechend auch den kompletten Mix nicht zu. Ich kann jetzt hier über den Release-Parameter, wenn ich hier mal Auto ausmache bei diesem Kompressor, über den Release-Parameter kann ich jetzt noch sagen, wie schnell oder wie langsam das Signal wieder zurückgefahren wird, sobald die Kompression aufhört. Ich stelle den mal so auf charmante 500 Millisekunden.
da sollte er ungefähr ganz gut aufgehoben sein. Und wir hören uns das Ganze jetzt nochmal mit dem Playback, glaube ich, an. Und dann wirst du sehen, dass die Hallfahne schön die Lücken zwischen dem Gesang auffüllt. Ich habe ja neulich schon mal ein Video dazu gemacht, wie man so Lücken zwischen einzelnen Teilen auffüllen kann. Das war auch im Rahmen des Adventskalenders. Klick dich ruhig mal durch den kompletten Adventskalender durch. Aber wir füllen jetzt hier mal die Lücke nur mit dem Hall auf. Und ich bin mal gespannt, wie es dir gefällt. Mal gucken, was passiert. We had the highs and the lows, the yeses and the noes. We went through thick and thin. Na, ist subtil, ne? Und da hören wir die Hallfahne noch. Ist subtil, aber sorgt auf jeden Fall dafür, dass da was los ist. Klar kann man noch was anderes dazwischen bauen und vielleicht ist das auch nicht der richtige Song dafür. Aber um das Problem mal zu zeigen und zu zeigen, wie die Lösung vor allem funktioniert, finde ich, ist das ein gutes Beispiel gewesen. Und ich hoffe, dieser Trick hat dir gefallen, denn wenn er dir gefallen hat, zeig's mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Und wenn du Lust hast, dann schreib mir doch mal unten in die Kommentare rein, warum du diesen Trick anwendest, ob du ihn schon angewendet hast, ob du ihn noch nicht angewendet hast, wo du ihn anwendest, regelmäßig anwendest oder auch nicht, warum du die Finger davon lässt, schreib es mir einfach gerne unten in die Kommentare rein. Ich freue mich auch über Anregungen für weitere Videos, die ich hier noch im Adventskalender machen kann, oder schreib mir einfach rein, warum du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, denn da gibt es ja auch einiges zu gewinnen. Unter anderem gibt es eine Mastering-Session vom Storia Mastering Studio zu gewinnen. Link zum Storia Mastering Studio mache ich mal unten in die Videobeschreibung rein, da findest du mal einen Link zu dem Studio, kannst du mal sehen. Da kannst du einen von deinen Songs mastern lassen. Also das gibt es hier zu gewinnen, eine Mastering-Session. Dann gibt es vom Gullfoss oder wie der Isländer, glaube ich, sagt, Gittelfoss, vom dynamischen, intelligenten Equalizer gibt es auch zwei Lizenzen zu gewinnen und es gibt Bücher zum Thema Home Recording zu gewinnen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, unten in die Kommentare reinzuschreiben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns aber auch morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog wiedersehen und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!